Mein Name ist Kurt Heiniger, im Fliegerjargon nennt man mich der Heini. Ich arbeite hier bei der UAG als Werkpilot, bin militärisch in der Lufttransportstaffel 6 eingeteilt, im Rang eines Hauptmanns. Die UAG ist der Wartungsbetrieb der Luftwaffe oder auch der gesamten Armee, zum Beispiel bei Fahrzeugen und bei der Luftwaffe eben bei Flugzeugen. Der Werkflug, den wir machen, ist T340, Eignungswerkflug für Grand-Visite. Als RUAG-Werkpilot machen wir technische Testflüge, nachdem die Helikopter bei uns in der Wartung sind. Dort schauen wir, ob die Systeme alle korrekt funktionieren und in den Mindestanforderungen oder Spezifikationen entsprechen. Für mich ist Helikopterpilot ein absoluter Traumjob, weil es ist so eine vielfältige Aufgabe, die man hat. Man hat ein breites Spektrum an Aufgaben, die man bewältigt. Ich habe so viel erlebt in meiner doch jetzt 25-jährigen Karriere als Helikopterpilot. Man kann das gar nicht in kurzen Worten fassen. Es ist wirklich einfach ein wahrwordiger Bubentraum, der fantastisch ist. Den Weg ins Cockpit habe ich schon gefunden, das darf ich so sagen, dank meinem Vater. Er hat uns in Jugendjahren immer unterstützt und motiviert, um überhaupt den Weg zu gehen. Selber war er aviatisch nicht aktiv. Er hat zwar Modellflugzeug gebaut, aber den Weg ins Cockpit hat er seinerzeit leider nie gehen können. Und hat uns einfach unterstützt und geschaut, dass dafür wir das können. Das Faszinierende an der Heliflügerei ist, man kann starten irgendwo im Gelände auf einem Flugplatz. Man kann landen irgendwo auf einer Bergkrete, auf einer Wiese. Man kann tief fliegen, man kann hoch fliegen. Man hat ein enorm breites Spektrum und ich bin jedes Mal fasziniert, wenn wir durch die Berge fliegen, ab der Aussicht, ab dem schönen Gelände. Es ist einfach wirklich ein Traum. Wir fliegen Super Puma immer zu zweiten, neben mir links der Beat Pfurrer, der Bödu, mein Co-Pilot und Protokollführer. Wir handhaben es immer so, dass der eine fliegt und funkt und schaut primär raus, um eben unter anderem vielleicht andere Flugzeuge oder Helikopter zu können. Und der andere ist der Co-Pilot, der unterstützt, Protokollführt, System bedient. Und damit nicht beide gleichzeitig ins Cockpit hineinschauen, ist es noch recht wichtig, dass man sich hier kurz und prägnant sauber abspricht mit entsprechenden Sprüchen wie Looking in, Looking out, dass der andere weiss, wer schaut woher. Bei so einem Prüfflug tun wir zum Beispiel die Parameter des Triebwerks überwachen, respektive protokollieren, schauen, ob die Werte den Sollwerten entsprechen, ob die Spezifikationen eingehalten werden. Dazu schaue ich einerseits raus, um den Flugweg korrekt einhalten und zum anderen muss ich die Parameter einhalten von der Triebwerk, dort die gleichzeitig ablesen und meinen Co-Pilot dort die zu Protokoll führen. Ich habe einen absoluten Traumjob. Ich kann wirklich sagen, ich gehe jeden Morgen motiviert arbeiten und das ist extrem ein schönes Gefühl.